Mein Name ist Jörg Neutel und ich bin Versicherungskaufmann im Vertrieb. Anfang letzten Jahres hatte ich an verschiedenen Stellen des Körpers über das ganze Jahr verteilt immer wieder Entzündungen. Es war das Handgelenk, es war der Rücken, es war das Knie, die Schulter, dann war es die Achillessehne. Und dann bin ich zu der Studie Rheuma vorgekommen und dort wurde ich entsprechend untersucht und die haben halt festgestellt, dass ich Rheuma habe. Dadurch, dass das festgestellt wurde, habe ich für mich erstmal die Sicherheit gehabt, was habe ich, woher kommt es. Und durch die Medikation, die mir dort aus der Studie heraus verschrieben wurde, kann ich eine deutliche Besserung meiner entsprechenden Beschwerden feststellen. Mein Tag sieht folgendermaßen aus. Ich stehe morgens auf, brauche in der Regel eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis ich mich vernünftig bewegen kann. Dann, dadurch, dass ich halt die Einschränkung Rheuma habe, merke ich halt sehr, sehr stark am frühen Morgen. Dann gehe ich in der Regel in den Garten, nehme ein bisschen frische Luft. Dann anschließend nehme ich meine Medikamente, zwei Tabletten morgens. Die anderen beiden muss ich abends nehmen. Dadurch, dass ich natürlich im Vertrieb arbeite, kann ich mir die Zeit nehmen, morgens erstmal in Gang zu kommen und dann beginnt mein ganz normaler Arbeitstag. Der Vorteil an der engen Betreuung der Rheuma-Vorstudie ist, dass man dauerhaft Ansprechpartner hat. Wenn man Probleme hat, kann man dort anrufen. Man wird richtig gut betreut und man fühlt sich einfach besser. Man fühlt sich gut aufgehoben. Für mich ist Gelassenheit wichtig. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Und an den schlechten Tagen kann ich halt gewisse Dinge nicht tun. Und ich weiß ganz genau, es gibt wieder gute Tage. Da kann ich wieder alles machen, was ich möchte.